Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spiritfarer. Wir gehen langsam aufs Ende zu von Spiritfarer. Ich habe bereits 93% abgeschlossen. Ja. Stopp. Ich weiß gerade. Ah, doch, ich weiß wieder, wo wir hin wollten. Und zwar wollten wir die nächste Schatzkarte machen. Dazu müssen wir, soweit ich weiß, zurück zum Anfang quasi. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir die dritte bekommen, gell? Genau. Und das ist die, die in der Nähe von Albert und so ist. Ja. Wir sind so langsam beim Ende angekommen. Beziehungsweise haben noch ein bisschen was vor uns, aber das Ende ist nah. Wir haben bereits die Quest bekommen, dass wir Stella und Daffodil zu Immerforte bringen sollen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen herauszögern. Ich habe gesehen, dass ich eine Quest habe, und zwar was heißt eine Quest? Keine Quest, sondern ein Erfolg habe, dass ich alle Gebäude einmal bauen soll quasi. Und das heißt, mir fehlt noch der Luftstoß, den Aufenthaltsraum habe ich, die Seilrutsche habe ich auch, die Sprungfläche fehlt mir noch. Also die Luftstoß und die Sprungfläche. Dann werden wir die nämlich auch nochmal kaufen. Dann ist das nämlich auch erledigt. Ja, da ich das halt auch noch bauen soll, beziehungsweise noch bauen möchte, um das hinzubekommen. So, dann lass uns mal weitergehen. Ich werde zwar nicht alle Erfolge durchbekommen. Ich habe mir die Erfolge schon angeguckt. Ich werde es leider nicht schaffen, alle hinzubekommen. Aber zumindest einen Großteil werde ich schaffen. Ich glaube, zwei Erfolge schaffe ich nicht. Dafür müsste ich das nochmal neu spielen, das Spiel. Und zwar einmal gibt es halt die Aufgabe, Giovanni, Astrid nichts von Giovannis nächtlichen Ausflügen zu erzählen. Und die andere ist, alle Passagiere einmal in die begeisterte Stimmung zu versetzen, und das werde ich nicht schaffen, da ich ja den Fehler quasi gemacht habe und Elenas Haus komplett aufgewertet habe und sie deswegen nicht in eine begeisterte Stimmung bekomme. Ist da verhungern? Achso, Entschuldigung. Dein Lieblingsessen ist grüner Salat. Habe ich noch einen davon? Wahrscheinlich nicht, ja. Danke für das Essen. Ja. Das ist die begeisterte Stimmung, oder das da, eins von beiden, und das werde ich nicht hinbekommen. Aha, da ist der Schatz. Das werde ich halt so leider nicht hinbekommen, aber es ist halt auch nicht schlimm. Kristallglasplatte, Stahlplatte und eine große Flasche mit Glimms. Okay, ja, dann gehen wir mal direkt zu Buck. Ich weiß noch nicht, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ich versuche, so weit wie möglich zu kommen. Hello. Wieder ein großartiger Fund, meine treue Freibeuterin. Das Alt-Harbor hatte früher mal eine nette Uferpromenade. Ein gemütliches Ziel für arme Touristen und geschäfte Reisende. Es gab dort ein kleines Café mit unglaublich leckerem Gebäck. Ich weiß, ein Pirat wie ich in einem Café. Die Blumenstücke waren aber göttlich. Ich kann die Himbeerfüllung noch immer noch riechen. Ah, aber genug in Erinnerung geschweckt. Du bist ein Naturtalent, Kapitänin. Ein leuchtendes Vorbild für unsere beherzte Besatzung. Ich nehme mir immer ein Beispiel an dir, oh mächtige Piratenkapitänin. Bald sollte es eine neue Ausgabe des Plünderer Literaturmagazins geben. Ja, darauf warten wir dann jetzt noch. In der Zeit werde ich einfach ein bisschen umherfahren. Ja, Bett noch ein bisschen. Gegebenenfalls alte Inseln abfahren. Und dann einfach gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo was an Kisten sammeln kann. Hier zum Beispiel bei den Genuro-Feldern ist noch was. Da ist jetzt nichts mehr. Hier auch nichts mehr. Ich fahre die dann einfach alle noch ab, decke noch einen Teil der Karte auf und so, dass das dann einfach erledigt ist. Oh, eine Pager-Nachricht. Liebe Stella, eine gewisse Daria hat ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, dich als Gast zu empfangen. Hochachtungsvoll.
Verwalter, Overbrook Krankenhaus. Okay, also daher müssen wir uns dann auch sehen. Ja, ich fahre aber gerade noch zu der einen Insel und hole dann noch die Kiste ab. Und dann fahren wir zu Daria. Okay, ich bin hier. Etwas aufzugeben, das hätte sein können. Ist manchmal schwieriger, als etwas aufzugeben, das war. Ja, das stimmt. So, die letzte Kiste hier. Oha, ein Haufen Zeug, das wir verkaufen können. Yay. Ich war mal gerade zu frei und bin gerade noch zu Suzanne gegangen, da wir die letzte Sammlung aufgefolgt haben. Yay. Jetzt ist die Ozeane leer. Welch Wunder, du mir da gebracht hast. Für die Seelenverfrau gibt es keinen Fisch, den sie nicht angeln würde. Der ist schon bewusst, dass das Wasser ihr Zuhause ist. Du reist jetzt ihr Zuhause. Wie schändlich. Zum Glück für mich und die Fische kannst du jetzt damit aufhören. Diese Sammlung ist vollständig und keine Sekunde zu früh. So, ja. Sammlerin, vervollständige alle Sammlungen für Suzanne. Hab alles fertig gemacht. Und das freut mich richtig. Was möchtest du, sag schon? Ja, nichts mehr. Wir sind fertig bei dir. Wir fahren jetzt weiter und dann würde ich sagen, wir wechseln nochmal das Outfit. Ja? Ich fahre jetzt mal gerade zur Bushaltestelle und wir können uns dann in der Zeit ja die Outfits angucken. Wo ist denn nochmal Alice's Haus? Alice's Haus ist hier oben, glaube ich, irgendwo, gell? Hier hinten irgendwo, glaube ich. Da oben. So, also wir haben das Zwielicht-Outfit. So sieht richtig schick aus. Das klassische Outfit, das hatten wir am Anfang. Annie's Strand-Outfit. Dann hatten wir das Ashes-Outfit. Das Oster-Outfit, das tragen wir aktuell. Das Lavendel-Outfit, was immer noch mein Lieblings-Outfit ist. Dann das Brombeer-Outfit, sieht auch sehr schick aus. Das Piraten-Outfit, sieht auch cool aus. Das Tora-Outfit. Und das Sonntags-Outfit. Würde ich tatsächlich mal das Brombeer-Outfit anziehen, hä? Und dann gucken wir mal, was es für Daffodil gibt. Stäubchen, süß. Vanille, das ist ja die normale Form von ihm. Die sieht schick aus. Das hat er, glaube ich, gerade an. Prinzessin, Pudding, Garfold, Smoking. Also, er hat auch einiges, was es hier so Schickes gibt. Das ist ja mein Nachtara-Outfit quasi. Ja, dann ziehen wir ihm das an. Sieht doch cool aus. Ja, perfekt. So, wir sind beim Overbrook-Krankenhaus und ich... Ah, Daria, da. Stella, du bist hier. Ich fühle, Wie gefallen dir meine Bilder? Ich brauche deine Hilfe, Stella. Noch ein Tauchgang. Fort von hier. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Die Ärzte, sie werden nichts sagen, solange ich mit dir gehe. Sie werden sich hüten, Einspruch zu erheben. Sie wissen, was all das bedeutet. Es ist... Lass uns gehen. Ah, habe ich das alles schon gekauft gehabt? Tatsächlich, okay. Okay, Daria, du kommst jetzt mit uns aufs Schiff, oder was? Ja, anscheinend. Ist sie jetzt bei mir, bei unserem Schiff. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, das sind gerade Luna und Dexter. Die beiden finden es gerade toll, unser Badezimmer wieder durcheinander zu bringen. Die sind jetzt ganz happy, dass die Hitze mal wieder ein bisschen weggeht. Wo ist Daria denn? Bring Daria zu Immerfort. Daria ist bereit, zu Immerfort aufzubrechen. Ich glaube, es gefällt ihr nicht besonders auf dem Schiff. Ich sollte sie schnell dorthin bringen. Aber was ist denn mit Jackie? Ich meine, wir können eh noch nicht weg, da uns immer noch die Sache mit der, hier mit Dingens fehlt. Aber warum sollen wir Daria dann jetzt schon zu Immerforte bringen? Ich muss doch mindestens ein Haus bauen. Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas verkackt? Ja, keine Ahnung. Also, wir warten jetzt auf jeden Fall mal darauf, dass, noch das nächste Plünderer-Magazin kommt. Ach, Daria hockt hier oben bei mir. Warum ist sie denn bei mir? Ha! Ich habe gerade so ein bisschen rumgeguckt und zwar fehlen mir noch zwei Erweiterungen, zwei Verbesserungen, und zwar für die Schafsferche und für die Kuhstelle. Und mir ist dann aufgefallen, dass mir hier bei den Southcon Docks tatsächlich noch eine Truhe fehlt und zwar eine Bauplantruhe, nämlich die Schafsferche-Verbesserung. So, und wir holen uns jetzt auch noch die andere. So.
Hier soll angeblich eine Person sein, die mir eine Quest gibt. Bist du das? Willkommen, willkommen. Wir sind der Verein zur Erhaltung Hummingworks, gegründet von, nun ja, mir. Ich hatte es satt, unter Deck herumzusitzen. Mein Name ist Jambari Simmons und ich glaube an Sauberkeit. Ich glaube an ein sauberes Hummingbird. Deshalb bin ich mit den anderen Freiwilligen hier. Wir möchten diesen Hafen wieder herrichten. Der benötigt dringend einen neuen Anstrich, um ihn wieder zum Glänzen zu bringen. Früher war hier ein altes Schiff festgemacht. Mit den Materialien hätten wir diese Häuser wieder aufbauen können. Aber irgendwer scheint es gestohlen zu haben. Das sind wir. Leute machen manchmal dumme Sachen. Wir suchen immer nach Freiwilligen, falls du aushelfen möchtest. Zuerst einmal möchten wir einfach nur diese Kisten aus dem Wasser holen. Machst du mit? Aber sicher doch, du bist ein Mensch der Tat. Okay, was für Kisten denn? Beseitige diese treibenden Kisten. Wo sind die denn? Die sind da hinten, aber ich muss durchs Wasser gehen. Eine Kiste, zwei Kisten. Hier noch eine Kiste. Gute Arbeit. Das war super. Wir werden weiter streichen und diese Flecken beseitigen. Die Müllsteine dort werden wir wohl verschwinden lassen. Ich glaube, ich habe darin eine Opossum gehört. So läuft es manchmal eben. So geht es hier Tag ein, Tag aus. Reparieren, restaurieren, repetieren. Das ist unser Motto. Die drei R des Vereins zur Erhaltung Hummingbirds. Hoffentlich verwendet sonst niemand dieses Motto. Aber zurück an die Arbeit. Hier ist eine kleine, aber äußerst wichtige Einkaufsliste. Wenn wir all das bekommen, können wir dieser Schönheit zu ihrem wohlverdienten Glanz verhelfen. Nochmal danke für deine nette Hilfe. Wir sehen uns. Okay, haben wir anscheinend schon alles erledigt. Möchtest du das alles dem Verein zur Erhaltung Hummingbirds bringen? Ich weiß auch gar nicht was. Gut, vielen Dank. Wir haben aber gerade einen Riesenschreck von Raccoon Inc. erhalten. Sie meinten Sauberkeit würde die Wirtschaft ankurbeln. Sie möchten hier Touristen und zufriedene Leute sehen. Aber danke für deine beherzten Mühen. Wir werden diesem Ort wieder zu seinem alten Glanz verhelfen. Von allen im Verein zur Erhaltung Hummingbirds. Danke, dass du dir Gedanken über unsere Lebensqualität machst. Das hätte ich beinahe vergessen. Bei meinem Rüppel haben wir den hier gefunden. In einem der Häuser. Nimm ihn als Zeichen unserer Wertschätzung. In ein paar Tagen werden wir fertig sein. Besuch uns dann wieder und genieße den Anblick. Einen schönen Tag noch und vergiss nicht. Immer schön an die 3R denken. Ja, die Windmühlenverbesserung, da wollte ich nämlich hin. Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt gespendet haben, aber es kann ja nicht so wertvoll gewesen sein. Hallo? Wer hat hier früher gelebt? Das müssen wilde Tiere gewesen sein. Nö. Gut. Ja, ich warte immer noch auf die nächste Literaturverein-Geschichte. Aber irgendwie... Ja, mit Daria kann ich nicht interagieren. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch dafür brauchen. Die Windmühle, genau. Kiefernbrett. Das kriege ich doch hin. Genau. Die Kuhstelle muss ich noch verbessern. Dafür fehlt mir die Feuerglut. Die bin ich gerade am Hochziehen. Die Einschärfsfleisch habe ich schon verbessert. Dafür brauche ich aber Leinenfasern. Und die muss ich noch anpflanzen. Ja. Und hier habe ich bereits alles gebaut. Aber hier bei den Häusern fehlt mir noch ein Haus. Und hier fehlt mir noch der Luftstoß. Dafür brauche ich auch noch Nebelstoff. Genau. Es ist nämlich auch ein Achievement, alles zu bauen einmal. Und das möchte ich gerne machen. Ja, ich warte aber eigentlich nur weiter auf die Dings. Auf die neue Karte. Aber irgendwie kommt da nichts gerade. Aha. Ich habe gerade eine neue Ausgabe bekommen. Ich mache jetzt gerade die Bretter hier noch fertig. Dann können wir nämlich die Mühle updaten. Ich konnte gerade schon einen Obstgarten updaten und einen Kuhstall. Ich muss aber noch mal Feuerblutsamen sammeln gehen, wahrscheinlich. Und noch EP-Tränke sammeln. So, das sollte aber jetzt für die Dingsverbesserung auf jeden Fall reichen. Ja, darum kümmere ich mich gleich. Erstmal werde ich jetzt die Dings aufwerten. Genau. Ja. Bauen. Perfekt. Dann ist es auch aufgewertet. Plünderer Literaturmagazin.
Das Plünderer Literaturmagazin präsentiert den vierten verschollenen Schatz der Krähenenergie. Und nicht vergessen, Fischen sollte man nichts tun. Aber tun Fische dir etwas? Die beigefügte Portolankarte bietet weitere Informationen. Ja, dann gucken wir uns die doch direkt mal im Archivraum an. So. Okay. Mal fix ein Foto von gemacht. Das sollten wir ja hinbekommen. Dann gucken wir mal, wo das ist. So, es sind zwei Inseln. Die eine sieht so ein bisschen aus wie so ein Herz. Und dazwischen ist so ein... Ja, was ist das? Ich würde fast sagen, da ist Nebel dazwischen. Also hier dieser Nebel. Passt das? Hm, die andere ist relativ... Ah! Das könnte... Ja, 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 das scheint zu passen. Hier zwischen Oxbury und dem Old Central, Central District. Irgendwo hier, bei 221 minus 22. Ich meine, ich habe ja die Seite davon wahrscheinlich noch offen. Deswegen kann ich mal gucken, ob ich damit richtig liege. Es ist Karte 4. Ja, 216, also ungefähr da. Und minus 99. Also hier. Ja, also ich war richtig. Gut zu wissen. Dann sehen wir uns gleich da. Okay, und wir haben den vierten Schatz. Dann fehlen uns noch zwei. Ja. Noch zwei Ausgaben. Eine große Flasche mit Glint, eine durchsichtige Glasplatte und noch eine Sache für in den Dings. Die können wir uns eigentlich auch direkt mal angucken, weil ich habe eh nichts zu tun gerade. Ich bin halt mit allem soweit fertig. Ich kümmere mich jetzt gerade nur noch darum, dass ich die restlichen Sachen auch noch machen kann. Ach, das sind doch die, von denen wir die Schallplatten weggegeben haben. Ja, gut, dann warten wir jetzt auf die nächste. Ah, Buck hat noch eine Quest für uns. Wahrscheinlich, dass wir jetzt einfach auf das nächste warten sollen. Du bist vermutlich zu jung, um dich an die Thunfischkriege zu erinnern. Es war ein Zeitalter der Dekadenz. Noch vor relativ kurzer Zeit war es eine beachtliche Leistung, Thunfische in diesen Gewässern aufzuspüren. Diese klitschigen kleinen Mistkerle. Aber nicht nur wegen des Wassers. Die Viecher waren gerissen, konnten sogar die erfahrensten Fischer überlisten. Ein bitterer Krieg tobte um die Vorherrschaft über diese majestätischen Meeresbewohner. Unzählige Papageien zogen sich bei der Jagd nach den Thunfischen Verletzungen zu. Doch eines Tages verschwanden alle Thunfische aus der Gegend. Keiner ließ sich mehr blicken. Die ganze Thunfischindustrie brach in sich zusammen. Heutzutage braucht man unheimlich viel Glück, um diese äußerst seltenen Wesen aufzuspüren. Die können sich nicht nur gut verstecken, sondern auch richtig fies kämpfen. Im Gegensatz zu dem Schatz, den du gerade gehoben hast. Nicht schlecht, Kapitänin. Ich könnte den ganzen Tag an Thunfisch sagen. Und das werde ich auch tun, bis die nächste Ausgabe des Plünderer Literaturmagazins eintrudelt. Ja. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum, Jackie nicht auftaucht. Weil laut dem Wiki sollte Jackie bei uns, nachdem er, von Overbrook abgehauen ist, sollte der bei uns auf dem Schiff auftauchen. Irgendwann sollte nämlich dann die Quest von einem der Mitschifffahrer kommen, von wegen, es war in der Nacht richtig Lärm und ja, irgendwie kommt da aber nichts. Weil eigentlich müssen wir Jackie auch noch zur Immerpforte bringen. Ich kann ja gerade noch mal gucken. Die Quest mit Jackie bekomme ich erst, nachdem ich Daria weggebracht habe. Es ist ein bisschen doof. Ja gut.
Dann bleibt mir ja jetzt keine andere, weil ich muss da, ich muss die ja dann wegbringen. Dann fahren wir jetzt zu Immerpforte. Ich hoffe aber wirklich, dass ich jetzt kein Problem damit bekomme. Und zwar Elena müssen wir übrigens als letztes weggeben, soweit ich das mitbekommen habe. Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt nicht automatisch Stella wegbringen. Weil eigentlich möchte ich Stella noch nicht wegbringen. Wir haben noch einiges zu tun. Ich habe noch Jackie. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach so quasi gezwungen werden, Stella wegzubringen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich gezwungen werden, Stella wegzubringen, während wir noch andere Aufgaben zu erfüllen haben. Stella, die Luft ist anders. Wir sind angekommen, nicht wahr? Ja, dann lass uns gehen. Gott sei Dank kann ich sie jetzt so wegbringen. Ich hoffe nur, dass wir danach wieder aufs Schiff teleportiert werden. Und ich wirklich das aktiv bewerkstelligen muss. Okay, wir müssen jetzt gehen. Weil wir können ja sonst auch immer wählen. Die Luft hat diese Beschaffenheit. Ja, jetzt verstehe ich es. All die Facetten des Selbst, die verloren waren. Nun, sie müssten sich hier befinden. Du wirkst niedergeschlagen. Dafür gibt es keinen Grund. Du wusstest die ganze Zeit über Stella. Du musst es gewusst haben. Hattest du gedacht, dass es nicht hier enden würde? Nein, ich kann nicht wie die anderen getäuscht werden. Diese Gesetze dieses Ozeans gelten nicht für mich. Du bist mit mir gereist, Stella. Dafür bin ich dir dankbar. Du warst die Einzige, die die Schönheit in den Tiefen gesehen hat. Die Wunder, die mich verblüfft und befremdet haben. Es geht jetzt echt langsam zu Ende. Jackie fehlt uns dann noch. Und Elena. Und halt noch die Quests bei Buck. Die fehlen uns auch noch. Ich hoffe, dass sie nun klar ist, dass ich kein Mitleid benötige. Derartige Genialität ist eine unvergleichliche Gabe. Und ich bin froh, dass du gemeinsam mit mir einen Blick darauf erhaschen konntest. Okay, Daria. Jetzt kannst du sie sehen, nicht wahr? Meine Transparenz, meine fehlende Substanz. Ich werde nicht genesen. Seit dem Sturm stürzen jeden Tag Bänder von mir ins Vergessen. Ich habe zu viel verloren. Ich bin nicht mehr vollständig und kann nicht geheilt werden. Unterhalb der kritischen Masse, die für ein weiteres Bestehen benötigt wird. Echos von Echos verklingen früher oder später. Leb wohl, Stella. Auf Wiedersehen, Daria. Daffodils Blick einfach dabei. Ich glaube, daran werde ich mich niemals gewöhnen können. Jemanden gehen zu lassen. Lass uns wieder auf dem Schiff. Oh, danke. Wir sind auf dem Schiff. Sollen wir Elena jetzt auch noch wegbringen? Also, eigentlich steht da, dass Elena die letzte ist, die wir wegbringen sollen. Deswegen würde ich es ehrlich gesagt jetzt nicht riskieren.
Deswegen fahre ich jetzt einfach zur Bushaltestelle. Und dann bringen wir Elena ein andermal weg. Aber ich bin ganz froh, dass wir tatsächlich so immer fortreisen können, ohne dass wir direkt weggehen. Ich werde die Folge aber hier jetzt wahrscheinlich beenden, obwohl wir haben eigentlich nicht so viel gemacht, gell? Es war eigentlich sehr wenig. Na gut. Ich werde dann einfach hier stehen bleiben und darauf warten, dass das nächste Plünderer-Magazin kommt. Und dann werden wir das noch machen. Dann werden wir die letzten zwei Karten auch noch machen, denke ich mal. Oder? Machen wir die? Nee, komm. Das ist jetzt einfach dann eine kurze Folge. Ist dann halt so. Ich werde die Folge hier beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!